Ja, willkommen zum Teil 8 der Vorlesung über Minderung von strömungserzeugtem Schall. Das ist der vierte Teil, der sich speziell mit den sogenannten Parker-Resonanzen beschäftigt. Und in diesem Fall geht es um einen pfeifenden Wärmetauscher in einem Windkanal. Hier sehen wir mal die Situation. Rechts in dem oberen Bild, Augenblick, mal erstmal hier Laserpointer wieder aktivieren. Hier im rechten Bild sieht man diesen Wärmetauscher, der war aber eingebaut in einen Kanal mit einem Querschnitt von 12 Meter Breite und 12 Meter Höhe, also schon ein ziemlich großes Ding. Hier sieht man noch ansatzweise den Einlauf zum Ventilator, der die Luft aus diesem Raum raussaugt. Hier diese Tür ist natürlich im Betrieb geschlossen, die dient halt nur zur Begehung, wenn der Kanal steht. Über die ganze Sache ist auch berichtet worden bei der Tagung 2012 der AIAA. AIAA steht für American Institute of Aeronautics and Astronautics. Die machen jedes Jahr eine ziemlich große internationale Tagung über Aeroakustik und in dem Zusammenhang ist das eben auch veröffentlicht worden. Da kann man unter dieser Papernummer, wenn man da mal nachsucht, kann man also die Veröffentlichung finden. Okay, im Betrieb, als dieser Windkanal in Betrieb gegangen ist, hat man also ein ganz tierisch lautes, schrilles Pfeifen im ganzen Kanal gehört. Und nachdem ich also mir das Signal ein bisschen angeguckt habe und ein paar Untersuchungen gemacht habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der Wärmetauscher sein müsste. Okay, hier nochmal auf der linken Seite ein bisschen eine Detailaufnahme von dem Wärmetauscher. Die flüssigkeitsführenden Röhrchen hier, die laufen in dem Fall horizontal. Und das Ganze sieht im Prinzip aus wie ein großer Autokühler. Hier ist eine Hitzdrahtsonde, mit der wir also Messungen gemacht haben. Und Sie sehen hier auch Lautsprecher. Damit haben wir den Raum angeregt mit sinusförmigen Schall, dazu aber später. So, dann haben wir Folgendes gemacht. Dann haben wir einfach mal den Ventilator hochlaufen lassen. Von 0 hier auf maximale Drehzahl in 5 Minuten, ganz langsam. Und das ist also das Campbell-Diagramm, was wir bei dem Hochlauf aufgenommen haben. Sie kennen das ja inzwischen schon. Diesmal ist auf der X-Achse die Frequenz von 0 bis 600 Hertz, auf der Y-Achse die Zeit. Und hier bei 300 Sekunden, also bei 5 Minuten, haben wir die Maximaldrehzahl des Ventilators erreicht. Und da sehen Sie hier also relativ kompliziertes Spektrum. Aber was schon auffällt, sind hier diese Töne, die halt springen von mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit. Das kennen wir zum Beispiel von der singenden Lokomotive. Das ist also das typische Verhalten von einer Parker-Resonanz. Okay, aber es gibt halt einiges, wie dies zum Beispiel, das so komisch schräg sieht und hier oben, das kann man nicht so einfach erklären. Gut, wir machen das Schrittchen für Schrittchen. Also, hier unten haben wir einmal die Schaufelpassierfrequenz. Das ist also die Drehklang-Grundtonfrequenz vom Ventilator. Das ist also eigentlich ganz normal. So, und dann haben wir hier, das war eine englische Veröffentlichung, deshalb habe ich da alles in Englisch beschriftet, das sind die abnormalen Töne, die Störtöne, AT abgekürzt. Ne? Und man sieht, hier unten ist auch schon einer. Ne? Und die springen halt immer von Stufe zu Stufe. So, und wenn wir das haben, dann können wir also auch einen Teil dieser schräg liegenden Linien im Campbell-Diagramm erklären, weil, nehmen wir mal zum Beispiel hier diese schräge Linie. Das ist der Störton, die Frequenz des Störtons. Und wenn man jetzt hier mal diese Frequenzdifferenz zwischen hier und hier und da sich anschaut, dann ist das genau, entspricht das genau hier der Schaufelpassierfrequenz. Ja? Also wir haben hier Seitenbänder, man erkennt das obere sehr gut, man erkennt das untere nicht ganz so gut. Seitenbänder dieser Störtonfrequenz,
Das deutet hin auf eine Modulation der Störtonfrequenz auf eine Amplitudenmodulation mit der Schaufelpassierfrequenz. Und damit, das sieht man hier zum Beispiel bei den tieferen Frequenzen auch hier, ne, da ist der Abstand nicht ganz so groß. Da ist eben auch eine Amplitudenmodulation mit der Schaufelpassierfrequenz gegeben. Und wir können noch weitergehen mit der Analyse. Wir haben hier auch die ersten harmonischen von der Störfrequenz. Am deutlichsten ist das hier bei der höchsten Frequenz, ne? Das ist also die Grundtonfrequenz des Störtons und hier die erste harmonische, also das, die zweifache Frequenz, ne? Und das gilt eben auch für diese Störtonfrequenz. Da haben wir hier die erste harmonische, für diese Störtonfrequenz haben wir hier die erste harmonische, für diese hier. Also wir haben jetzt schon eine ganze Masse erklärt, aber wir können sogar noch weitergehen. Wir können sogar Seitenbänder dieser harmonischen, ersten harmonischen der Störtöne feststellen und identifizieren, ne? Also hier haben wir die erste harmonische dieses Störtons. Das ist die erste harmonische davon. Und hier haben wir ein Seitenband, was darauf deutet, dass wir hier die erste harmonische, genau wie der Grundton hier, mit der Schaufelpassierfrequenz Amplituden moduliert ist. Und da haben wir dann, hier erkennen wir es, da erkennen wir es, hier erkennen wir es. Also das sind dann also die Seitenbänder der ersten harmonische. Ja, damit haben wir eigentlich praktisch alle Frequenzen, die hier auftauchen, die zu Anfang sehr kompliziert und ein bisschen durcheinander aussahen, eigentlich erklärt durch zwei Frequenzen. Einmal die Störtonfrequenz, okay, die springt immer, aber das ist das Entscheidende, die Störtonfrequenz, und aus der Schaufelpassierfrequenz. Aus diesen beiden Frequenzen, Schaufelpassierfrequenz und jeweilige Störtonfrequenz, können wir sämtliche dieser Linien im Campbell-Diagramm, dieser Peaks im Frequenzspektrum erklären. Okay, das heißt, wir haben also im Prinzip diese ganzen verschiedenen Frequenzen hier werden durch einen Mechanismus, einen einzigen Mechanismus erzeugt und dieser Mechanismus ist eben amplitudenmoduliert mit der Schaufelpassierfrequenz. Gut, und hier habe ich nochmal zum Schluss eine Linie reingemalt, die die natürliche Strualsche Wirbelablösefrequenz kennzeichnet mit einer Strualzahl von 0,19, was so das Normale ist für zylindrische Röhren. Und Sie sehen, das passt also ganz gut mit den tatsächlich gemessenen Störtonfrequenzen überein. Okay, wir wissen ja, dass also zu der Parker-Resonanz also eine stehende Welle im Kanal gehört. Und jetzt ist es so, dass der Kanal halt in der Breite 12 Meter ist und in der Höhe 12 Meter. Wir haben also Folgendes gemacht. Wir haben hier eben Lautsprecher eingebracht. Und haben die hier zum Beispiel mit 197 Hertz gefüttert. 197 Hertz, das war hier der erste starke Störton. Und dann haben wir das gemacht mit 244 Hertz, ne? Das war dann also der zweite. Und dann haben wir es gemacht mit 268, das war dann hier der dritte Störton. Also wir haben praktisch die Lautsprecher betrieben mit den Störtonfrequenzen und dann haben wir Folgendes gemacht, dann haben wir einfach ein Mikrofon hier einmal quer in Bodenniveau über die gesamte Kanalbreite geführt. Dasselbe haben wir nochmal gemacht in etwas größerer Höhe, einmal quer über den ganzen Kanal und wir haben es also auch gemacht von unten nach oben. Wir konnten allerdings mit unserer Stange, die wir hatten, nicht ganz bis 12 Meter kommen. Ne? Deshalb ist also auch hier in den Darstellungen, sieht man halt umgerechnet, also hier ist die Zeit dargestellt, aber es war so, hier sind wir angefangen, meinetwegen hier, und nach 25 Sekunden ungefähr hatten wir die 12 Meter hinter uns gelassen. Das heißt also hier, das entspricht einmal der kompletten Breite des Kanals, beziehungsweise der Höhe des Kanals. Ne? Und Sie sehen also hier, die blaue Kurve entspricht diesem blauen Messpfad.
Ne? Auf diesem Messpfad haben wir also hier diesen Pegelverlauf festgestellt. Ja gut, okay. Auf dem schwarzen Pfad, auch quer, ein bisschen höher, haben wir halt sowas hier festgestellt. Ja gut, ne? Da sind wir also mehr Maxima und Minima. Aber auf dem Pfad nach oben, auf dem vertikalen Pfad, da haben wir also deutliche Minima und Maxima ausgeprägt. Ne? Und wir haben hier jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minima. Und wir haben jetzt bei der höheren Frequenz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minima. Wir haben bei der noch höheren Frequenz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minima, also jeweils immer von Stufe zu Stufe der Störtonfrequenzen ein Minimum mehr. Und da war für mich eigentlich völlig klar, was Sache ist, dass wir nämlich also eine Parker-Resonanz haben und die Parker-Resonanz ist natürlich immer quer zu den Röhren, zu den Wärmetauscherröhren. Und damit ist also auch klar, wir haben also eine Parker-Resonanz in diese Richtung, ne? Also von unten nach oben. Das ist die entsprechende stehende Welle des Kanals. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man das weg? Und sind folgende Maßnahmen durchgeführt worden. Die Maßnahmen sind nicht von Müller BBM, sondern in Anlehnung an Erfahrungen von Müller BBM, vom Windkanalbetreiber selbst ausgelegt und durchgeführt worden. Wir wissen ja, man kann diese Parker-Resonanzen verhindern, indem man die Umströmung der Röhren turbulent macht, dass also sich so eine Karmannsche Wirbelstraße nicht ausbilden kann. Und die Idee, die Strömung, die Anströmung der Wärmetauscherrohre turbulent zu machen, die steckt hinter dieser Maßnahme. Das sind also auf der Anströmseite, auf der Zuströmseite, hat man einfach Alu-Dreiecksleisten genommen, die dann mit Kabelbindern auf der Anströmseite, auf der Zuströmseite einfach hier so ein bisschen regellos angebracht. Damit war schon über einen relativ weiten Geschwindigkeitsbereich wurden diese Störtöne vermieden, aber eben nicht über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Bei den hohen Geschwindigkeiten waren noch Störtöne vorhanden und da hat man einfach die andere Methode angewandt, dass man nämlich den Kanal unterteilt in kleinere Kanalabschnitte. Das sieht hier etwas seltsam aus, so ein rautenförmige Bleche auf der Abströmseite diesmal. Also links war auf der Zuströmseite, rechts war die Maßnahme auf der Abströmseite. Etwas unkonventionell, also ich hätte es anders gemacht, aber es hat super funktioniert und der Kanal ist jetzt wirklich also, wie man sieht, das Schwarze ist das originale Spektrum und Sie sehen, da sind wir fast bei 130 dB. Ne? Und das ist also wahnsinnig laut, so hätte der Kanal, sollte ein Akustikkanal werden, ne? Das wäre gar nicht gegangen und mit diesen beiden Maßnahmen, da sieht man hier, ist nichts von übrig geblieben. Diese Spitzen hier, das sind eben die Drehklang-Einzeltöne des Ventilators, die müssen also da sein, das ist also ganz in Ordnung. Gut, das Problem haben wir also auf diese Art und Weise gelöst, beruhend auf Erfahrungen, die wir an anderer Stelle mit diesen Parker-Resonanzen gemacht haben. Gut, damit wären wir auch bei Teil 8 zu Ende und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei Teil 9 demnächst. Tschüss.